erstaunliche Filmtricks sind heute möglich. Wir befinden uns inmitten einer Revolution der Film- und Fernsehtechnik. Unsere Sehgewohnheiten ändern sich und Vorgänge, die man nur in der Welt der Fantasie vermutet, werden auf dem Bildschirm plötzlich Realität. Die Möglichkeiten der optischen Illusionen scheinen unbegrenzt. Ja, und eine solche optische Illusion haben Sie gerade live miterlebt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und wenn Sie in den letzten Monaten und Jahren mal konzentriert das Fernsehprogramm betrachtet haben, dann haben Sie gemerkt, dass solche Effekte immer häufiger eingesetzt werden. Möglich sind solche Effekte durch den Einsatz des Computers. Der Computer speichert die Bildinformationen digital, das heißt in Ja-Nein-Aussagen. Und diese Millionen, Milliarden von Informationen werden dann in Realzeit, in Echtzeit also verarbeitet. Das ist heute mit der Technik möglich. Und man kann, wenn man diese Informationen computergerecht gespeichert hat, selbstverständlich alle mathematischen Systeme und Möglichkeiten anwenden. Zum Beispiel ein Bild in Form eines Autos dann zusammenpressen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass man in einem Ballon dann vorbeifliegt. Und Sie sehen jetzt mal eine ganze Palette dieser Computerbilder, die live möglich sind. Kein Moderator lässt sich so schnell und so leicht aus dem Bild drängen. Deshalb bringe ich Ihnen auch noch mal ein Tier mit und mit dem kann man erstaunliche Dinge machen. Zum Beispiel kann es wandern im Studio, auch hinter mir. Das ist auch für Spezialisten recht erstaunlich. Es kann außerdem ein Salto schlagen, kann wieder auf den Ausgangspunkt zurückgehen. Jetzt die große Frage, ist es Realität gewesen oder nicht? Nun, ich kann es greifen. Sie sehen, das ist wieder ein Stofftier. Die entsprechenden Knöpfe und das entsprechende Computerprogramm wurde zur rechten Zeit in Gang gesetzt. Aber wir können Ihnen noch mehr zeigen. Ich kann zum Beispiel wie ein Geist aus der Flasche erscheinen oder kann wieder in die Flasche zurückgehen. Aber ich wollte, bevor Sie mich runterspülen, noch etwas sagen und zwar Ihnen ankündigen, was wir Ihnen jetzt zeigen. Und zwar, wie diese Kunst der Filmtricks überhaupt entstanden ist. Schon sehr früh begannen die Filmemacher mit Filmtricks zu experimentieren. Sie schufen die ersten Kinowunder. In dieser Szene wurde der Fotograf sorgfältig durch eine Puppe ersetzt. Ein Spektakel, das die nichtsahnenden Zuschauer der damaligen Zeit ziemlich erschreckt haben dürfte. Wir können uns das genauer anschauen. Die Puppe wirbelt wie ein Mensch durch die Luft. Der Trick? Die Kamera wurde angehalten, der Fotograf mit der Puppe vertauscht, dann läuft die Kamera weiter und perfekt ist die Illusion eines Unfalls. Die ersten Filmemacher benutzten für ihre Tricks auch Doppelbelichtungen. Sie spulten nach der ersten Aufnahme den Film in der Kamera zurück, um zusätzlich neue Bilder wie die Personen oben aufzunehmen. Alle diese Techniken brachten das Publikum zum Staunen.
Dem Zuschauer gefiel schon immer das Fantastische und Unglaubliche. Vor der Erfindung des Films haben Zauberkünstler dieses Wissen für sich ausgenutzt. Es war also kein Zufall, dass der Vater des Filmtricks ein französischer Zauberkünstler war, Georges Méliès. Méliès ist vor allem berühmt durch seinen surrealistischen Film Eine Reise zum Mond. Präsentiert im Jahre 1902 war es der erste Science-Fiction-Film überhaupt. Andere Filmemacher folgten. Drei Jahrzehnte später zeigte sich die Kunst des Filmtricks in der Produktion von King Kong. Als King Kong im Jahre 1933 das erste Mal vorgeführt wurde, glaubten viele Zuschauer, er sei ein wirkliches, lebendes Wesen. Um diese erstaunliche Wirklichkeitsnähe zu erreichen, vervollkommneten und kombinierten die Hersteller von King Kong mehrere Techniken. Hier ist King Kong ein Modell, etwa einen halben Meter hoch. Die gefangene Heldin wurde in dieser Szene durch eine kleine Puppe ersetzt. Ein Großteil des Waldes und der Höhle dieser Miniaturschauplätze sind häufig auf Glas gemalt. So können sie im Bühnenlicht sowohl als Vorder- und als Hintergrund dienen. In dieser Szene wird ein zuvor aufgenommenes Bild der Schauspielerin von hinten auf den Minischauplatz projiziert. Dieselbe Technik wird hier verwendet, um einen Film des Miniatur-King-Kong-Modells in das Fenster der Studiokulisse einzublenden. Originalhandlung, Miniaturschauplätze und Glasbilder zusammen mit großformatigen mechanischen Requisiten wie dieser gigantischen Hand, das alles schuf in den King-Kong-Filmen jenen überzeugenden Eindruck der Wirklichkeit. Hier wieder die Technik der Rückprojektion. Die Kombination der geschilderten Tricks und die entsprechende Schnitttechnik ließen das Publikum im Kinosessel erschaudern. Überraschend ist, dass die aufregenden Weltraumabenteuer der Gegenwart immer noch von den Tricktechniken des King Kong-Films Gebrauch machen. In dieser Szene aus Das Imperium schlägt zurück sind die Figuren etwa 30 cm große Modelle. Wie King Kong wurden sie mühsam, Bild für Bild, zum Leben erweckt. Hier in einem Studio in Los Angeles lassen Filmemacher mit derselben Methode Modelle lebendig werden. Diese Technik heißt Einzelbildanimation. Die Modelle haben Gelenke, die verschiedene Positionen erlauben. Auf dem Tricktisch wird das Modell sorgfältig in die genau bestimmte Haltung gebracht. Die Kamera ist fest eingerichtet, um die Szene aufzunehmen. Nur ein einziges Filmbild wird jeweils belichtet. Während die Kamera genau dieselbe Position beibehält, wird das Modell dann um den Bruchteil eines Zentimeters verändert. Und wieder wird ein Einzelbild aufgenommen. Dieser Vorgang wiederholt sich hundertfach. Wenn die Aufnahmen beendet sind, bewegt sich das Modell im fertigen Film, als ob es lebendig wäre. Außer realistische und verkleinerte Schauplätze verlangt das Drehbuch zuweilen Fantasiewesen, die ohne Kameratricks agieren müssen. Es geht darum, ein organisches Gebilde zu schaffen, das sich bewegt. Dieser kleine Kerl ist ein gutes Beispiel dafür, was Seilzüge vermögen. Kabel sind über einen kleinen Mechanismus so an der Schaumgummifigur befestigt, dass beim kleinsten Seilzug der Eindruck einer realistischen Mimik entsteht. Für einen Filmtrick brauchten wir den Kopf von Klaus Kinski. Um diesen mechanischen Kinski-Kopf zu schaffen, haben wir zunächst einen Abdruck seines Gesichts gemacht. Das heißt, wir beschmierten sein Gesicht mit einer Substanz, die zum Beispiel bei Zahnabdrücken verwendet wird.
Aus dieser Urform entwickelten wir eine Schaumgummimaske, in die Drähte überall da untergebracht wurden, wo sich normalerweise Muskeln befinden. Er ist zwar etwas mitgenommen, aber einige Bewegungen kann er noch ausführen. Er macht einen aufgebrachten Eindruck. Die Figur Max 404 zum Beispiel hat eine kleine Platte an ihrem Hinterkopf. Lämpchen blitzen dort auf, wo sich ein auf Mord programmierter Schaltkreis befindet. Im fertigen Film sieht das im Zusammenspiel zwischen Modellkopf und Schauspieler dann so aus. Eine sehr wichtige Voraussetzung für die Produktion erfolgreicher Spezialeffekte ist die Kunst, glaubhafte Miniaturmodelle zu schaffen. Viel Erfindergeist fließt in den Bau von Modellraumschiffen und Raumstationen. Die Bewegung des Modells und der Filmkamera wird über 12 voneinander unabhängige Achsen von einem Computer gesteuert. Jedes einzelne von bis zu 20 Elementen einer Szene muss extra gefilmt werden. Ein Prinzip des Filmtricks ist es, Filmstreifen, die getrennt aufgenommen wurden, so zu kopieren, dass der Eindruck der gemeinsamen Bewegung entsteht. Zunächst wird das Raumschiff vor einem schwarzen Hintergrund gefilmt. Die Kamerabewegung wird einem Computer eingegeben, wodurch es möglich wird, genau die gleiche Kamerafahrt so oft wie nötig zu wiederholen. Um diese Aufnahme mit einem entsprechenden Hintergrund verbinden zu können, muss die Silhouette des Raumschiffs gefilmt werden. Das ergibt einen Filmstreifen, auf dem das Licht überall passieren kann, außer genau an der Stelle, wo sich das Raumschiff bewegt. Noch einmal wird das Ganze wiederholt. Diesmal bei extremer Überbelichtung des Raumschiffs, um einen Negativfilm zu bekommen. Nachdem das Raumschiff gefilmt wurde, wird der Computer für eine neue Aufnahme programmiert. Diesmal filmt die Kamera den Hintergrund der Szene, das große Modell einer Planetenoberfläche. Wie zuvor fährt die Kamera eine Reihe komplizierter, vorher festgelegter Bewegungen ab, die so oft wie nötig wiederholt werden können. Hier nimmt die Kamera den Blickwinkel des Zuschauers ein. Das Raumschiff rast auf einen Weltraumstützpunkt zu, der sich im Krater eines Planeten befindet. Schließlich werden beide Filmsequenzen, der Hintergrund und das Raumschiff, zusammen kopiert. Das Ergebnis dieser Kombination der unabhängig aufgenommenen Szenen liefert den gewünschten Effekt. Ein Raumschiff rast auf einen Planeten zu. Die unglaubliche Bewegung und Energie dieser Szenen wird erst durch ein Steadicam möglich. Dies ist ein Steadicam, eine Art Spezialstativ für die Kamera. Ein sorgfältig ausbalanciertes System aus Rollen, Federn und Gelenken isoliert mit Hilfe einer Elektronik die Kamera von den Bewegungen des Kameramanns. Diese Konstruktion ermöglicht eine gleitende, kontinuierliche Aufnahme auch auf holprigem Untergrund. Stellen Sie sich vor, Ihre Aufgabe bestünde darin, diesen Kindern zu folgen, während sie die Treppen hinauflaufen. So sähe eine normale, aus der Hand gefilmte Aufnahme aus. Die ruckartigen Bewegungen der Kamera, unvermeidlich selbst in den Händen des erfahrensten Kameramannes, vermitteln keinen sonderlich eleganten Eindruck. Auf dem Steadicam jedoch wirkt der federbestückte Arm wie ein Stoßdämpfer für die Kamera. Die perfekt ausbalancierte Kamerahalterung behält ihre Stabilität bei,
während der Kameramann die Szene auf einem kleinen Videobildschirm überwacht. Mit etwa einem halben Zentner Ausrüstung an seinem Körper dürfte es diesem Kameramann nicht gerade leicht fallen, ruckfrei die Treppe hochzusteigen. Wenn wir uns aber die Aufnahmen anschauen, können wir erkennen, wie ausgleichend das Steadicam wirken kann. Um den Eindruck von Geschwindigkeit hervorzurufen, kann eine Szene in Zeitraffertechnik aufgenommen werden. Dabei wird die Geschwindigkeit, mit der der Film in der Kamera läuft, ganz einfach herabgesetzt. Bei nachfolgender Projektion mit normaler Geschwindigkeit entsteht die Illusion des Dahinrasens. In dieser Szene wurden die Hintergrundaufnahmen mit einem Steadicam gefilmt, zeitgerafft. Die Schauspieler mimen im Studio. Auch Luftaufnahmen sollen im Film möglichst realistisch aussehen. Zunächst einmal haben die Filmemacher Dokumentaraufnahmen analysiert. Dadurch fanden sich Anhaltspunkte für die Simulation dieser Szenen mit Modellen. Es wurde so ziemlich alles ausprobiert, was technisch möglich und dabei noch kostengünstig war. Das war die Landung einer Raumkapsel. Eine Rauchkerze simuliert die Wolken. Und das Modellflugzeug gleitet an einem Faden den Turm hinab. Schauspieler und andere Elemente wurden geschickt zwischen diese Modellflugzeugaufnahmen geschnitten. Für den Zuschauer entsteht so ein wirklichkeitsnaher Eindruck. Der Wiedereintritt einer Raumkapsel wird mit Dämpfen und einem Ventilator simuliert. Lichtfilter geben den weißen Rauchschwaden eine rötliche Färbung. Hier soll der Eindruck eines bei zweifacher Schallgeschwindigkeit beinahe auseinanderbrechenden Flugzeuges entstehen. Die Aufnahmen mit dem Schauspieler wurden im Studio gemacht. Das Flugzeug war so an einer Vorrichtung befestigt, dass es rotieren konnte. Der Hintergrund bestand aus einem drehbar aufgehängten Gemälde, über das Dampf geblasen wurde. Das Ergebnis: eine beinahe perfekte Illusion. Spezialeffekte können auch dazu verwendet werden, eine nicht existierende Welt zu kreieren, die aber dennoch wirklich zu sein scheint. Im Film Blade Runner schufen Künstler eine glaubhafte Vision von Los Angeles im 21. Jahrhundert. Auch bei diesen Tricks spielen Mehrfachbelichtungen, Modellaufnahmen, Einzelbildschaltungen und echte Schauspieler ihre Rolle. Das Ergebnis ist eine erstaunliche und bedrückende Illusion, geschaffen mit Hilfe der Filmtechnik.
Wenn Sie mal einen Film genauer analysieren, dann merken Sie, dass die Toneffekte eine große Rolle spielen. Das Vertonen eines Filmes ist eine hohe Kunst und diese Kunst vermittelt uns dann Gefühle und Eindrücke eines Films. Nun, auch da hat sich durch die Technik sehr viel geändert und zwar hat der Computer Einzug gehalten. Mit dem Computer kann man Töne speichern und man kann dann Computerprogramme benutzen, um diese Töne zu verändern. Nun, wie das aussieht, kann ich Ihnen mal demonstrieren, hier mit diesem Computer. Ich spreche mal einen Satz rein aus Forschung und Technik. Und jetzt höre ich mir diesen Satz mal an. Aus Forschung und Technik. Klingt relativ normal, aber ich kann auch die Frequenz verändern, zum Beispiel höher gehen. Aus Forschung und Technik. Oder tiefer. Aus Forschung und Technik. Und allein mit dieser Information auch einen ganzen Chor abrufen. Aus Forschung und Technik. Aus Forschung und Technik. Sie sehen, was alles möglich ist. Nun braucht man andere Geräusche beim Film und da habe ich hier diesen Computer, ein Menüangebot. Ich suche mir jetzt mal zum Beispiel das Gansgeräusch heraus, da muss ich A4 drücken. Das klingt so wie eine Gans. Jetzt kann ich sie höher oder tiefer abspielen. Oder ich kann mir eine ganze Gansherde, eine Gruppe von Gänsen einfach abspielen. Das ist mit diesem Computer möglich. Nun, oder man braucht Gesang, dann schaue ich mir das Menü wieder an. Tenor, A6, das soll es sein. Tiefer kann ich ihn abspielen, über den Computer. Oder einen ganzen Chor. Das klingt dann so. Und ein Tenor braucht selbstverständlich Applaus und den kann ich mir hier abrufen. Und wenn es zu wenig ist, da kann ich viel, viel mehr produzieren. Das also auch möglich durch die Digitalisierung der Informationen und durch die Anwendung des Computerprogramms. Wenn jetzt ein Film synchronisiert wird und zum Beispiel ein Auto starten soll, dann hört sich das so an, aufgenommen. Ganz normal, großer Wagen, das hört man. Aber wenn ich ihn über den Computer laufen lasse, dann kann es wie ein Kleinwagen aus sich anhören oder ich kann einen ganzen Parkplatz starten lassen. Das klingt dann so. Wenn man Auto fährt, dann ist es so, dass man auch eine Hupe normalerweise braucht oder ein ganzes Hubkonzert. Und das passiert alleine durch eine Information, die in diesem Computer gespeichert wurde. Oder bei einem Auto kann auch natürlich ein Autounfall passieren. Das ist zusammengesetzt aus verschiedenen Geräuschen, das auch tiefer oder zu mehreren. Ja, und das ist schon ein ganz fantastischer Unfall. Und wenn man einen Unfall hatte, muss man selbstverständlich ein Telefon benutzen, um vielleicht jemanden die Polizei zu rufen. Das klingt dann so. Oder tiefer. Oder das Letzte, eine Säge, wenn man eine Säge braucht. Klingt wie eine Säge. Tiefer. Klingt das fast wie ein Schnarchen. Und wenn Sie eine Gruppe schnarchen hören wollen, dann klingt das so. Das alles ist möglich mit so einem Musik- oder Geräuschcomputer. Nun, wie die Profis das wirklich benutzen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Action-Szenen. Aufregend anzuschauen. Aber möglicherweise haben Sie gar nicht bemerkt, welche Rolle der Ton dabei spielt. Hören Sie einmal aufmerksam zu. Sie hören einen Filmton, wie er nach dem neuesten Stand der Tontechnik entstanden ist. Kompakt, reich strukturiert und mit tiefer Wirkung auf Ihre Gefühle. Toneffekte spielen eine überraschend große Rolle beim Erleben eines Filmes. Sie unterstützen in jeder Szene das Gefühl der Realität. Das tonliche Angleichen von Schritten in dieser Szene ist einer von vielen Tricks der Vertonungskunst.
Die Töne werden von einem Künstler hergestellt. Der Geräuschemacher muss über die Geschicklichkeit und das Zeitgefühl eines Tänzers verfügen, wenn er Töne synchron zum Bild produzieren will. Toneffekte wie diese werden normalerweise dem Film zugemischt, nachdem das Bild fertig ist. Dies erlaubt dem Tontechniker, die verschiedenen Töne separat aufzunehmen und so ihre Wirkung zu verstärken. Die Gestaltung des Tons für einen Film ist eine komplizierte Aufgabe. Für einige Filme sind etwa 100 separate Tonspuren notwendig. Heute erleichtern Computer die komplizierte Prozedur des Vertonens. Tausende von Toneffekten sind auf einer magnetischen Platte gespeichert. Dieses System ersetzt die herkömmliche Methode der Tonmischung, die oft viele Tontechniker und eine Menge Tonbänder erfordert. Mit der alten Arbeitsweise werden Stunden mit der Suche nach all den einzelnen Tönen auf den verschiedenen Tonbändern verbracht und diese Töne müssen dann auch noch zusammengestellt werden. Mit der Hilfe eines Computers jedoch ist der Techniker in der Lage, den gewünschten Toneffekt sofort von der Magnetplatte abzurufen. Ton und Bild einander anzupassen, ist ein faszinierender Vorgang. Der Tontechniker ist dabei auf der Jagd nach einem natürlichen oder künstlichen Toneffekt, der am besten geeignet scheint. Dann ändert er mit der Elektronik diesen Ton, indem er ihn verzerrt oder seine Höhe verändert. So wie bei der herkömmlichen Vertonung ist das entscheidende Element aber immer noch die Urteilskraft und die Geschicklichkeit des Menschen. Aber mit oder ohne Computer, der erste Schritt bei der Tonmischung ist eine Bibliothek von Toneffekten. Dieser Tonkünstler fährt regelmäßig die Gegend um Los Angeles ab, um Töne für die Spiel- und Werbefilme zu sammeln, die er gerade bearbeitet. Manchmal werden natürliche Töne, wie dieser etwa, später verändert, verlangsamt oder beschleunigt oder sogar rückwärts abgespielt, um ungewöhnliche Wirkungen zu erzielen. Dann wiederum werden diese natürlichen Töne miteinander kombiniert oder ganz anderen Bildern unterlegt, um künstliche Effekte zuwege zu bringen, die einem echter vorkommen können als der ursprüngliche Ton. Jeder einzelne der vielen verschiedenen Toneffekte eines Films wird schließlich zu einer ganzen Tonpartitur zusammengestellt. Genauso präzise, wie ein Komponist eine Musikpartitur arrangiert. Heute ermöglichen es Computer, Töne auf sehr ungewöhnliche Weise zu erzeugen. Die verschiedenen Töne werden im Computer in Zahlenform gespeichert. Rechenprogramme verändern dann den Originalton in nahezu unbeschränkter Weise. Die Töne werden in Höhe oder Länge verändert. Man hat den Eindruck, dass die Maschine mehr Möglichkeiten anbietet, als der Mensch in seiner Vorstellungswelt verarbeiten kann. Vor allen Dingen die Vertonung der Szenen aus einer skurrilen Fantasiewelt fordert immer neue, bisher nie gehörte Effekte. Wir haben ja vorhin schon mal gezeigt, dass man nicht nur Töne mit dem Computer, mit der digital gespeicherten Information verändern kann, sondern auch Bilder. Wir haben Bilder zusammengequetscht oder verzerrt. Aber man kann auch ganze Bilder mit dem Computer, neue Bilder erzeugen. Es gibt erstaunliche Effekte und nicht nur bei Filmen, bei Spielfilmen, sondern das findet auch seine Anwendung in der seriösen Wissenschaft. Und wir geben Ihnen mal ein Beispiel dafür.
Videospiele üben oft einen stärkeren Reiz aus als Filme oder das Fernsehen. Die Beeinflussung der Illusion auf dem Bildschirm gibt den Spielern ein Gefühl der Macht, die sie durch passives Anschauen von Filmen nicht empfinden. Wie zweifelhaft auch immer der Unterhaltungswert dieser Videospiele sein mag, dahinter steckt eine aufwendige Programmierarbeit am Computer. Die Computer werden immer größer und damit auch die Möglichkeiten solcher interaktiven Systeme. Beispiel Flugsimulator. Noch vor 50 Jahren begannen die Ausbildung und das Training der Piloten so. Die Reaktion verschiedener Flugzeuginstrumente auf die Steuerung durch den Piloten konnte simuliert werden. Richtig gelernt wurde damals das Fliegen aber immer noch im echten Flugzeug. Heute kann ein Flugsimulator viel mehr. Er ist ein Beispiel dafür, wie vielleicht die Zukunft des Fernsehens aussehen kann. Die aktive Teilnahme des Zuschauers am Geschehen auf dem Bildschirm und die Beeinflussung der gezeigten Abläufe. Im Ames-Forschungslaboratorium in Kalifornien testen Piloten hypothetische Flugzeuge an einem nachgemachten Pilotensitz. Die Bilder, die man durch die 6 Fenster des Cockpits sehen kann, reagieren unmittelbar auf die Befehle des Piloten, indem sie ihre Perspektive und ihre Stellung entsprechend den Bewegungen des Flugzeugs verändern. Die Bilder, die der Pilot sieht, werden in Realzeit durch eine Reihe von Hochgeschwindigkeitscomputern hergestellt. Um Bewegungen zu reproduzieren, die präzise den Anweisungen des Piloten entsprechen, müssen die Computer in der Lage sein, Millionen von Anweisungen pro Sekunde zu verarbeiten. Wie in einem riesigen Videospiel lernt der Pilot die Konsequenzen seiner Fehler kennen, ohne Gefahr. Weil Computer immer billiger und leichter bedienbar werden, könnte diese Art visueller Erfahrung eines Tages auch zu Hause am Fernseher möglich werden. Auch in der Forschung werden solche Grafikcomputer benutzt. Das ist die Struktur eines Kochsalzkristalls, erzeugt von einem Computer. Chemiker sind an der optischen Darstellung der Strukturformel von Substanzen interessiert, weil sie Aufschlüsse über mögliche erfolgreiche Veränderungen des Moleküls geben kann. Die Molekülstruktur wird über komplizierte Messungen und Berechnungen gefunden. Diese Zahlenwerte wandelt der Computer mit dem entsprechenden Programm in bildliche Darstellungen um. Das Molekül ist von allen Seiten zu betrachten. Auch die vom Molekülaufbau verursachten wirksamen Kräfte sind optisch darstellbar. Wichtig für die Verbindung zweier Moleküle zu einer neuen Substanz. Chemisch wirksame Komponenten sind gesondert darstellbar. Prinzipiell ist es möglich, dass der Computer diese Molekülfragmente mit anderen gespeicherten Substanzen vergleicht und über ein Rechenprogramm dem Forscher das neu zusammengesetzte Molekül anbietet. Modellieren von Molekülen nennt man diesen neuen, vielversprechenden Forschungszweig. Versuchsreihen mit den wirklichen Substanzen können eingeschränkt werden. Der Computer erlaubt einen optischen Vergleich der Struktur verschiedener Moleküle. Erfahrene Chemiker können daraus Schlüsse auf den Erfolg eines Experiments ziehen, ohne es wirklich auszuführen. Mit dem entsprechenden Programm kann der Computer so auch neue Kombinationen von Molekülen anbieten.
Die Wärmebewegung spielt bei der chemischen Bindung eine Rolle. Der Computer zeigt hier die Schwingungen eines Ethylenmoleküls bei einer bestimmten Temperatur. Die Darstellung der Bewegung eines Ions in einer Molekülstruktur, wichtig für das Verständnis von Austauschreaktionen. Die Bewegung von Argonteilchen bei 20 Grad Kelvin. Die Zahlenwerte der Berechnungen mit Hilfe des Computers bildlich dargestellt, zum besseren Verständnis. Aber auch das kann der Computer. Dick und doof in Farbe. Für die Älteren unter uns ungewohnt, sie kennen das nur in Schwarz-Weiß. Die Handlung und die Abläufe in den Filmen sind genau dieselben wie vor Jahrzehnten. Die alten Filme sind auf Magnetband gespeichert. Beim Zuschalten des Computers kommt nur die Farbe dazu. Damit das gelingt, wird Szene für Szene bearbeitet. Elektronisch erzeugte Farbsignale werden extern nur auf einen bestimmten Bereich programmiert, zum Beispiel auf den Anzug des Schauspielers. Das Rechenprogramm füllt dann diese Kontur in der laufenden Szene mit der ausgewählten Farbe aus. Die Farbe wird nach künstlerischen Gesichtspunkten ausgewählt, was äußerst strittig sein kann. Bei der Farbauswahl helfen oft alte Filmplakate oder Aufzeichnungen aus der Drehzeit der Filme. Hier das Ergebnis einer solchen computergesteuerten Einfärbung. Unten eingeblendet das ursprüngliche Schwarz-Weiß-Bild. Und ein Humphrey Bogart-Film sieht dann in Zukunft so aus. Ein Fortschritt oder nur das Sparen von Produktionskosten für neue Filme? I think the picture tube needs little dusting. Bei diesem computeranimierten Film wurden auch die Formen, kurz alles Sichtbare, vom Computer erzeugt. Sie erinnern sich vielleicht an diesen ZDF-Film, der während der Nacht des Kometen weltweit gezeigt wurde. 2 Wochen haben mehrere Computer an den einzelnen Bildern gerechnet. Der Computer hat uns heute neue Dimensionen für die visuelle Vorstellungskraft des Menschen eröffnet. Eine mit Computergrafik vollgestopfte Fernsehwerbung hat sich zu einer neuen Kunstform entwickelt. Die Produktion eines solchen Films beginnt an einem Computerterminal mit der Eingabe jedes einzelnen Details. Der Computer wird angewiesen, in Begriffen grundlegender geometrischer Formen zu denken. Sobald der Computer weiß, welche Formen gewünscht werden und wie sie sich aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen, gibt der Designer mit Hilfe eines Rechenprogramms die Bewegungen ein, die kontinuierlich ablaufen sollen. Um eine Animation zu bestimmen, muss der Designer zum Beispiel die Wirkung des Lichts simulieren, das auf ein dreidimensionales Objekt trifft. Die dazu erforderlichen Berechnungen sind viel zu kompliziert, um in Realzeit ausgeführt zu werden. Jedes einzelne Bild, ein Bruchteil einer Filmsekunde also, erfordert stundenlange Rechenoperationen vom Computer. Die Millionen Bits, die nötig sind, um all die Formen und Farben eines Einzelbildes zu realisieren, werden auf Magnetband oder Platten übertragen. Eine Laserabtastvorrichtung bringt diese Bildinformation auf das Filmmaterial. Selbst mit einem sehr leistungsfähigen Computer
kann es passieren, dass in einer ganzen Woche Rechenzeit weniger als eine Minute fertiger Film produziert wird. Die Ergebnisse jedoch schaffen oftmals eine fantastische visuelle Welt. Die Spezialeffekte im Kino der Zukunft werden zunehmend abhängen von den verblüffenden dreidimensionalen Bildern der Computeranimation. Elektronische Effekte stoßen die Türen zu neuen visuellen Welten auf. Die heutige Technik ist so weit entwickelt, dass fast alles, was man sich vorstellen kann, auch gefilmt werden kann. Ob Sie mit Hilfe dieser technischen Hilfsmittel mehr Spaß beim Fernsehen haben werden oder beim Anschauen von Filmen, das ist die Frage. Es kommt ja auch noch auf den Inhalt an. Mit einem Moderator kann sehr viel geschehen. Der Kopf kann kleiner werden in so einem Studio oder größer, oder er kann auch zerplatzen, wenn zu viel drin ist. Er setzt sich Gott sei Dank wieder zusammen, und ehe ich noch mehr Schaden erleide, gehe ich wieder. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend.